Ey, scheiße, was ist denn jetzt hier? Na, Mirko? Moin, also ich weiß nicht, ob ich gleich die Luke aufkriege oder nicht aufkriege, weißt du? Ich bin gleich am Silo, bleib noch mal dran. Ich hab keinen Bock, dass ich gleich am Silo stehe und alle mich anlabern, ob ich eine Technik aufkriege. Hast schon Lust, Pidi? Ja. Moin, moin. Heute eine neue Folge auf dem Träger mit Piet und Mirko. Wir sind heute bei den Landmaschinenhändler meines Vertrauens, bei Henning, dem MF-Händler. Und wir sollen heute Mais ballern. Es wurde ein 7S zur Verfügung gestellt und heute wollen wir es mal richtig krachen lassen. Habt ihr Bock? Kommt mit. Na, ihr beiden? Ja. Habt ihr schon mal umgeguckt? Ja. Kannst du uns noch mal eine Einweisung geben, dass wir wissen, welchen Knopf wir nachher drücken sollen und welchen nicht? Klar, das können wir einfach machen. Also ganz im Ernst, das Ding ist für mich wie ein Raumschiff. 210 PS hat er, ne? Genau, ja. Der zweitgrößte in der Bauserie. Das aus der 7S-Baureihe ist das der größte. Der größte. So, wofür ist 1 und 2? 1 und 2 hast du deine Fahrstufen, sozusagen Acker und Straße. So, jetzt müssen wir einmal die Steuergeräte freischalten. Muss ich hier noch irgendwas wissen? Nee, im Prinzip erstmal nicht. So, jetzt sagt er, die Klappe, meine ich, war links, rechts. Ja, passiert was. Wo hast du das jetzt gemacht? Das ist hier jetzt links, links rechts. Warte, ich will einmal. Den hier Kratzbogen, wie kann ich den verstellen? Oder ist, dass er schneller wird, meinst du? Schneller und langsamer. Einfach mit der Drehzahl. Wenn du jetzt Gas gibst, wird er schneller. Ja. Eigentlich ist relativ viel automatisch und das kriegt er schon zurecht mit dir. Also das ist, er ist ja alte MF-Hase. Ne? Ja, geht so. Aber ja, wir werden das schon machen. Sollst du noch einen Schalthebel haben, wie beim 1040? Ja, sollen wir den irgendwo hinsetzen? Na, dann ist hier. Und ein Soundmodul, das Mirko, ja. Wenn was ist, klingel durch. Ne? Auch rein, besten Alter. Dank. Ja, ich sag danke. Wir schnacken. Tschüss. Ja, bevor man das alles so verstanden hat bei so einem neuen Träger, man muss dazu sagen, das sind Welten. Mein Träger ist Baujahr 2009. Hier mit dem Monitor hat meiner noch nicht. Denn die ganzen Joysticks, da wärst du schwindelig. Deswegen bin ich echt ein bisschen aufgeregt und freue mich auch. Also ich habe Lust und du hast auch Lust, ne? Ja? Ja. Und auch gut, dass wir keinen John Deere haben, ne? Sondern einen MF, ne? So? Heidi Witzka. Tralala. Alter, der ganze Sitz geht mir rüber. Alter, da muss ich aber ja mal angewöhnen. Wie die Karre das auch abfedert. Der Sitz, der geht die ganze Zeit von A nach B. Da muss ich ja mal. So, jetzt fahren wir einmal zum Häcksler. Da ich das nicht allzu oft mache, ist das für mich heute was Neues hier. Das ist mein alter Kollege Ingo mit dem Bettig Feuerturm Motorrad drin fort. Moin Ingo, Ingo! Muss ich Ingo gleich nur noch mal anrufen, ob das so gut ist. Er ist vorne oder er ist hinten. Eigentlich erst vorne aufladen, damit er hinten auf der Achse ein bisschen Druck kriegt. Das macht Ingo jetzt, glaube ich. Und Ingo, wie war das denn gerade eben mit dem Fahren? Erst vorne voll machen wir richtig, ne? Erst hinten, du kannst nichts mehr sehen. Ach so, aber ich dachte, man muss Druck auf Moors haben, habe ich immer gedacht. Ja, aber das lassen wir jetzt. Man will ja auch alles richtig machen, ne? Tja, das ist wie am ersten Arbeitstag, da müsst du auch alles richtig machen. Und nachher ist ja alles scheißegal. Ja, ah, läuft. Alter, hier, das ist so geil, der Deutz, ne? Ja. Der Deutz, ja. Der ist geil, Alter. Auch richtig runtergerockt, aber richtig roh hat das sein.
fette Muffibude. Welche Träger findet ihr am besten? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin MF-Mensch, das ist ein John Deere-Mensch. Haben wir für die Blauen was über oder haben wir da nichts für über? Ich schon. Für die Blauen haben wir auch was über? Ja. Ist der Träger rot, hat er Schrot? Guckt euch die dicke Kanone hier mal an, Jungs. Ist nicht auf, ne? Geht nicht auf, ne? Ja, geht nicht. Warte mal. Ja, jetzt habe ich alles verstellt. Geht nicht. Jetzt habe ich alles in Schwimmstellung und alles in... keine Ahnung. Kriege ich nicht hoch. Der leuchtet auf jeden Fall. Ich müsste jetzt... Ich glaube, ich muss jetzt... Oben rechts auf dem Bildschirm. Oben rechts in der Ecke sind drei Striche. Ja. Da drückst du mal drauf. Habe ich. Und jetzt, auf welchen muss ich raufdrücken? Auf die drei Steuergeräte, da sind ja Zylinder abgebildet. Habe ich. Dann siehst du jetzt deine ganzen Steuergeräte da, ne? Hab ich auch, ja. Sind die alle entsperrt? Links ist da so ein grüner Haken. Ja, sind entsperrt. Gut, und rechts kannst du ja so ein Zylinder mit so einem geschwungenen Strich. Ja, sind auch alle auf grün. Gut, dann sind aber deine Steuergeräte alle freigegeben. Ja. Aber wir kriegen sie nicht hoch. Können uns noch so viel mit. Moin, kennst du dich hier mit aus? Nee, nicht ganz. Aber hier, als du das erste Mal hier eben Rockford bist, ja, ne, dann gucken sie oben. Ganz zum Anfang. Kennen sie auch zum Anfang. Ja. Ja. Ja, komisch. Aber du kennst hier nicht mit aus mit den Trecker. Nee. Nee, ich auch nicht. Wir haben ja heute nur auf Probe hier, weißt du? Ne? Ja. So, auf jeden Fall sind die alle, sagen sie, sie sind alle offen. Geht auf? Ja, jetzt geht anscheinend auf, sagt er. Ja. Ja, komm, vielleicht. Das geht, oder was? Vielleicht war ich nur zu hohe. Das hat gut geklappt, oder? Ja. So einen guten Haufen hat ihn noch keiner hingeschoben, glaubst du das? Was? Haben wir richtig gut gemacht, wir beiden. Das Absteigen! So, das war unser Tag Maisfahren bei meinem Cousin Ingmar. Uns hat sehr viel Spaß gebracht, vor allen Dingen mit dem neuen Schlepper. Ich würde sagen, das steht mir gut zu Gesicht. Was sagst du? Ja. Tipptopp, ne? Ja. Auch wenn das kein Johnny ist, oder? Ja, aber guck dir doch mal an hier. Und ja. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gebracht. Wenn ihr wolltet, schaltet in der ARD Mediathek rein. Ich freue mich drauf. Erstmal danke, tschüss. Tschüss. Wann gut der hier Festfahrer war so entspannt. Da gibt es ganz andere Typen, Alter. Die hauen ja gleich einen vom Koffer, wenn er nicht funktioniert.